Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Das hier ist der Koray Yalcin. Hallo Leute. Wir haben den 4. Februar 2020. Heute ist World Cancer Day. Und anlässlich dessen haben wir uns gedacht, wir drehen nochmal mit unserem noch Krebspatienten, Koray Yalcin, ein Video, in dem wir einfach mal über deinen bisherigen Verlauf der Krankheit sprechen. Ja. Oder deinen Gesundheitsverlauf, wie auch immer. Wir machen heute Kreuzheben. Mal sehen, wie viel von der Kraft noch übrig ist. Ich bin gespannt, ja. Heute wird es schwer gehoben. Easy. Ja, es war jetzt 110 Kilo. Gehen wir hoch, 140 Kilo. Schön 30 Kilo Schritten, ne? Ja. Warum heute Sumo? Du hast die letzten Wochen Bänder conventional gehoben, ne? Ja. Also mit engem Stand sozusagen. Ja, ich dachte mir so, ja, warum denn nicht mal ein Sumo Chemo PR so heute? Sumo Chemo PR ist gut, gefällt mir richtig gut. Ja, mal schauen. Also ich versuche irgendwas zu reißen heute. Also ich werde auf jeden Fall auf 100 Max gehen. Die Chemotherapie hast du begonnen Anfang Dezember, ne? Wir haben jetzt irgendwie den 65., 66. Tag. Richtig, ja. 65. Tag. Was ist mit deinem Körpergewicht passiert? Ist es konstant geblieben? Ist konstant geblieben, 76, 77 Kilo so. Mhm. Natürlich, weil ich habe sehr viel Muskelmasse verloren, bisschen mehr Körperfett bzw. Wasser angelegt. Aber es liegt alles an Cortison und Cortison, Chemo, das ganze Zeug da, ne? Ja. Du bist jetzt, hast den dritten Zyklus hinter dir. Aber egal, lass mal weiter warm machen, damit wir irgendwann bei den schweren Lasten ankommen, weil der hat noch einiges vor. Ja, das bleibt nicht bei den kleinen Lasten hier. Oh, bist auch sehr sparsam mit den Wiederholungszahlen, ne? Im unteren Bereich. Ja, jetzt, wenn es um 100 Max geht, gehe ich immer. Also zwei Wiederholungen immer hoch. Jeweils 30 Kilo immer hoch, bis es nicht mehr geht. Ja. Hast du schon eine Prognose für heute? Was wünschst du dir? Ich wünsche mir 270, 280 wäre top. Alter! Ja. Okay, aber deine Bestleistung sind 305 oder 310 Kilo mit? 305 Kilo, ja. In vollem Saft. Ja. Also da wäre 270 richtig krass. Ja. Also ich hoffe, dass die 250 ganz sicher und safe gehen. Alles, was drüber ist, ist. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. 170 Kilo. 1, 2, easy. Die beschisseste Langhantel, die es gibt, glaube ich. 200 Kilo. Let's go. Sieht aber sehr leicht also aus, ne? Ja. Easy. Koray, wie haben sich die letzten Wochen für dich angefühlt? Manche Tage sehr, sehr schwierig, manche sehr gut. Also, wenn die Zyklusen beginnen, bin ich komplett raus, ist klar. Also, du kriegst die Infusion? Genau, und dann bin ich erstmal komplett knockout. Also, ich bin wirklich bettlägerig, eine Woche lang fast. Und, also, 4 Tage, Matt. 4 Tage, an denen du noch nicht trainierst, so, ne? Wo du einfach echt sagst, es geht einfach nicht. Genau. Das also muss schon was heißen. Nicht nur Training, auch Essen gar nicht. Also, so, Essen geht auch nicht, weil ich sonst immer mich übergeben muss und so weiter. Aber ansonsten geht es immer so bergauf wieder und dann wieder bergunter, wenn die Zyklusen beginnen. Ja. Du hast jetzt 3 Zyklen überstanden. Genau. Mhm. Wie viel waren eigentlich geplant? 5, ne? Eigentlich waren es geplant 4 bis 6. Und je nachdem halt, wie die Tumoren halt auf Chemotherapie reagieren. Die reagieren ziemlich gut, hat sich herausgestellt. Nach dem zweiten Zyklus hatte ich nämlich PTC gehabt. Und die Tumoren waren. Also PTC, erklär nochmal, das ist diese radioaktive. Genau, das ist, da wirst du gescannt. Bevor du gescannt wirst, kriegst du so eine radioaktive, zuckerartige Spritze gespritzt, damit die Tumoren sichtbar sind und gescannt werden können. Genau. Bitte, ich bitte um Entschuldigung. Geht ja gar nicht hier. Profi. Vorbei. Ja, genau. Okay, und Haare sind auf jeden Fall. Die sind gar komplett nicht weg. Ja, die Augenbrauen gehen jetzt auch langsam weg, ne? Die gehen auch langsam weg, die waren viel dichter gewesen früher. Das ja, wissen wir, alle, die hier schon lange folgen. Ja. Ja. Genau. Aber die kommen halt auch irgendwann wieder, ne? Ja. Nach der Chemo. Ja. Und wenn nicht permanent Make-up regelt, heutzutage. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich hier einfach so ein paar Dinger mitbringe zum Ankleben. In verschiedenen Farben, so mit Rot, Gelb. So, weißt du, wer den, wer den Schaden hat, ne? Spottet die der Beschreibung? Wie war das? Also gleich so ein Bart hier. Gehen wir auf 230 jetzt? Oder 220? Ja. 230 jetzt und dann 200,
2,60 oder so. Also mal gucken, wie es sich anfühlt. Ja, lass uns mal von 2,30 auf 2,50 gehen dann. Gucken wir erst mal, wie sie sich anfühlen, okay? Jo. Das war leicht, offensichtlich. Easy. Was hast du für Mucke drin gehabt? DNA. Also Hip-Hop? Deutschrap? Ja, Deutschrap. Okay. Du solltest dich ja möglichst nicht irgendwo aufhalten, wo viele Menschen sind, weil die Infektionsgefahr groß ist und beziehungsweise wenn du dann krank wirst, wäre es halt richtig kacke. Ja, genau. Wie bist du damit klargekommen? So, weil man isoliert sich ja dann schon ein bisschen. Ja, eigentlich habe ich so gut wie möglich darauf gar nicht geachtet, weil es zieht einen echt runter. Also ich finde, sich von Menschen so fernzuhalten und allgemein vom Alltag, ist, ich weiß nicht, alles nicht für mich. Also ich hätte das nicht ausgehalten zu Hause, alleine so, weil ich wohne ja alleine. Ja, das ist ja richtig Depression auf jeden Fall. Wenn ja, alleine fällt ja die Bude auf den Kopf. Ja. Ne? Vor allem, glaube ich, ist es auch umso wichtiger, dass du dich echt mit positiven Menschen umgibst. Ja. Ich habe zwar meine Mutter so und sie ist halt so Anfang des Zyklus immer bei mir. Ja. Und bei mir zu Hause und macht alles für mich. Und, aber so, wenn es mir wieder besser geht, natürlich bin ich halt alleine zu Hause und muss halt raus. Ne? Wenn ich mich mit Freunden treffe und mich ablenken, das ist natürlich ist mir schon wichtig. Ja. Klar, braucht man. Ne? Ja. Du hast ja sogar eine Kur verschrieben bekommen. Du hattest, also eine Kur verschrieben klingt jetzt in dem Kontext ein bisschen komisch. Nicht nur die Chemokur, sondern mal eine Kur hinten dran an die Chemokur, um dich zu erholen quasi irgendwo außerhalb, keine Ahnung. Wird eigentlich immer so gehandhabt nach einer Krebsgeschichte. Und was ich nicht wahrscheinlich, was ich nicht machen werde, wahrscheinlich, weil meine Ärztin meinte, dass da meistens ältere Menschen sich befinden, die einen eher runterziehen, statt zu motivieren. Ja, absolut. Würde ich eher sagen, nehme ich mir die Zeit für mich selbst und 1-2 Monate, nachdem es vorbei ist, hoffentlich, Ende Februar, und müsste ja mal rein. Ja, also ich glaube, es macht halt einfach wirklich keinen Sinn, wenn du dich in so einer Position befindest und dann mit Menschen, lauter Menschen umgibst, die alle von ihren Krankheiten erzählen. Wahrscheinlich bist du damit der Jüngste, mit deinen 25. Ja. Und jeder sagt, oh, damals noch und aua hier und... Das ist halt, es ist eine ganz krasse, schlechte Energie. Ja, vor allem. Mir reicht es schon, wenn ich bei Instagram Menschen Nachrichten lese, die gleiches Schicksal haben oder ein anderes Schicksal. Ich habe echt unglaublich viele Nachrichten bekommen. Wie viele Menschen im Moment diesen beschissenen Krebs haben. Beschissen geht allgemein, nicht nur durch Krebs, sondern auch andere Krankheiten. Also es ist echt. Es motiviert einen so und zieht auch einen so wie. Ja. Ein bisschen zweischneidig schwer. Ja. Da kann man auch froh sein, dass es von deinem Job Arbeitgeber irgendwie, dass das alles funktioniert, ne, dass der da tolerant ist. Ja, das ist alles geregelt zum Glück und da ist schon ein ganz entspannter Arbeitgeber sozusagen. Kannst du mich erwähnen noch an dieser Stelle? Bin dein Arbeitgeber? Nee, lieber nicht. Okay, hättest du einen Shoutout machen können. Okay, du gehst jetzt von 2,30 tatsächlich auf 2,60. Genau. Und bist selbstbewusst, du sagst, ey, pff, easy, geh mal locker weg. Bleibst du bei 2 an? Nee, ich bleib jetzt bei. Ich gehe runter auf eine Wiederholung, okay. Singles, und dann versuche ich 280 zu nehmen. Also, mal gucken, Ziel ist natürlich 280. Das L-Dot ist, wäre nur 20, 25 Kilo weniger als dein absolutes Max. Yes. Das wäre richtig krass, wenn das so klappt. Überleg dir das mal, ey. Ja, also, Motivation ist da und wenn. Also lang kannst du es ein bisschen, gefällt mir nicht so. Es rutscht ein bisschen. Ja, die ist nicht so geil. Na, du hast dazu gehört. Ja. Cool. Dann? Go, go, go! Next! Boom! Yes, man. 2,80, ich kann kaum. 20 Kilo Sprung? 20 auf 2,80 gleich, ja? Ja. Ey, aber das wäre richtig Hammer. Ja. Vor allen Dingen, was es dann nach der Chemo gibt. Du hast jetzt eine Katabolikur gemacht. Ja. Und dann gehst du mit den Katabolika raus. Dann bist du automatisch anabol. Das geht richtig nach vorne, Alter. Richtig gut. Naja, nach vorne nicht so. Aber danach auf jeden Fall. Ja. Weil ich meine, du hast jetzt, wollen wir mal ehrlich sein, du hast jetzt offiziell den Krebs besiegt. Ja, genau. Punkt. Ausrufezeichen. Es wird jetzt zur Sicherheit nochmal quasi, ballern die nochmal 2 Zyklen hinterher? Einen. Einen. Genau.
Na gut, den dritten hast du jetzt schon geschafft, jetzt kommt der vierte. Genau. Und danach bist du offiziell geheilt. Ja. Und dann wird Anabol Gas gegeben. Dann geht's richtig, dann geht's definitiv nach vorne. Ja, ich freue mich auf die Zeit danach, vor allem auch so mit dir. Freue ich mich auf die Zeit. Ich bin gespannt, was wir da starten werden. Ja, wenn man ganz normal ins Gym gehen kann und obwohl du hast ja relativ normal an dem teilgenommen, das darf man nicht vergessen. Ne? Was ich interessant finde, auch vielleicht für die Zuschauer noch mal zu sehen, wie sich dein Körper verändert hat. Ich habe gestern einen Repost bei Instagram gemacht, dass du deine Beine gezeigt so. Und ich habe das gepostet und geschrieben, ey, wenn der Typ einfach im dritten Zyklus der Chemotherapie immer noch krasser ist als 99% dieser Menschen, das ist einfach so irre. Weil den Beinen hast du irgendwie fast nichts verloren gefühlt und bist auch vor allen Dingen auch genauso hart. Das heißt, die Körperverteilung hat sich irgendwie komplett verändert. Es ist viel auf der Hüfte dran. Genau. Ich habe das Gefühl, Brust ist ein bisschen geschrumpft. Ja. Tatsächlich, obwohl deine Leistung auch nicht so viel schlechter ist. Es liegt auch an dem Training, glaube ich. Also, weil ich ja nicht mehr so schwer trainieren kann wie vorher. Und auch nicht mehr so oft. Du hast ja öfter auch mal geskippt quasi, nach hinten rausgezogen. Ja. Wir machen nachher noch mal ein kleines Minütchen, auf jeden Fall noch einen Formcheck für euch. Mhm. Damit ihr das Ganze noch mal sehen könnt. Und vor allem auch für dich im Nachhinein. Es ist halt auch spannend zu sehen, ja. Okay, ne? Ja, auf jeden Fall. Mann. Ja. Komm jetzt! Ach so, go! Steh. Voll! Ah, rausgeholt! Aber okay, ich hab's rausgeholt, ne? Aber ey, come on! Willst du noch mal probieren? Du musst die Hände noch fester bekommen. Ja, die rutschen so. Ich hab das gesehen, trotz Zughilfen. Ja, trotz Zughilfen, weil es ist so schwitzig und die Langhantel sind echt kacke hier, Leute. Mal. Gut, dass wir nicht erwähnt haben, dass wir im High Five sind. Ja, die Hände gehen auch langsam auf hier. Ausgerissen, ne? Ja. Obwohl die Handeln so wenig Profil haben, ne? Ja. Ja. Nee, ich mach das schon mal. Ist gut. Aber die waren oben, Leute. Es war in Ordnung. Denkt dran. Wenn ihr auch fandet, dass die oben waren, dann zeigt es mit dem Daumen. Ja. Yeah! 82. Du bist nicht weit von deinem One-Rep-Max entfernt. Ja. Glaub mir, wenn das Zeug raus ist, geht's richtig ab. Ich hoffe es, ja. Normalerweise ist es eigentlich andersrum. Wenn das Zeug drin ist, geht's richtig ab. Okay, dann zeig mal nochmal euch schnell, wie das aussieht bei dir, ne? Ja. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Ihnen den Mann, der den Krebs besiegt hat, Mr. Corey Yalcin. Das ist der Moment, wo es rauskommt. Yeah! Komm, leider. Ja, immer noch 99% krasser. Dreh mal von hinten. Zeig mal da hinten. Kann sich sehen lassen. Ne? Das ist witzig, ne? Hier, ich habe noch nie gesehen, dass Cora ein bisschen Hüftspeck hat. Noch nie. Also, lange ich dich kenne, ist es noch nie vorgekommen. Ja, es fühlt sich mies an, oder? Schon. Ja, Mann, ich weiß, ich kenn's. Aber ich habe das ständig, mein Freund. Ich bin es gewohnt. Es kann sich doch sehen lassen, Leute. Cora, bist du zufrieden, Mann? Ja, ich bin zufrieden. Ey, für die Umstände. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, dass ich das Ganze so weit überstanden habe und überstehen werde, hoffentlich. Und Beine können sich ja zeigen lassen. Hauptsache Beine sind da. Solange Beine da sind, muss ich mir keine Sorgen machen. Ich denke auch. Ja. Und die 280 Kilo hast du ja auch nicht ohne Beine gehoben, weißt du? Also von daher, oder auch mit Glutes. Insofern, ich bin super happy. Ich habe sowieso an dich geglaubt, Mann. Ich freue mich auf das, was uns allen noch bevorsteht. Ich bin froh, dass, wie du schon gesagt hast, keiner aus deiner Familie den Krebs gekriegt hat. Ja. Weil du bist der tapferste von allen. Also. Von daher freue ich mich. Danke geht nochmal raus in die Community, die dich auch mega supportet hat. Ja. Schau doch nochmal bei Instagram vorbei, um quasi seine Transformation zu zeigen, zu sehen, wie es bei ihm weitergeht. Ansonsten vielen Dank wirklich an euch. Wir sind raus. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, ciao. Ja, geschafft, großer. 83. Ey, das ist so ein komisch, dass das Leben so für Geschichten schreibt. Ja, Mann. Jetzt erstmal Quarantäne.